Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist die aus dem Outdoor-Studio des Crypto-Cafés. Das Thema heute, anhängend an der Nachricht von heute Morgen, ja, in den Nachrichten, habe ich ja kurz angesprochen wegen der Geschichte bei Ethereum über Security Budget. Und da habe ich mir gedacht, da haben wir sowieso Bärenmarkt und da lohnt es sich, nochmal hinter die Kulissen zu schauen und zwar, was bei Ethereum wirklich abgeht, weil natürlich da draußen auch bei einigen Kanälen, die sich sogar Pipapo Universitäten nennen, ja, dass sie absolute falsche Informationen an der Stelle verbreiten und da lohnt es sich auf jeden Fall, sich wirklich mit der Materie ein bisschen auseinanderzusetzen, wenn man nicht die Zeit hat. Dafür bin ich für euch da, ja, sowohl in Form von diesem privaten Coaching, als auch diesen Sender hier. Und deswegen packe ich euch heute einfach in 20 Minuten ein paar grundlegende Informationen rein, damit ihr an der Stelle wirklich die richtigen Fakten habt und für euch dann selbst beurteilen könnt, inwiefern das was für euch ist oder auch nicht. Denkt dran, ich habe oft genug gesagt, ich bin weder Bitcoin noch Ethereum Maxi und für mich geht es einfach nur darum, langfristig nachhaltig ja, Vermögen aufzubauen und das ist mir egal, ja, das kann auch Cardano oder Dogecoin sein. Das, was funktioniert, das, wo ich mich am sichersten fühle, mit den ganzen Erkenntnissen, die ich darüber habe, da werde ich auch drin investieren. Ja. Also Maximalismus, das lässt sich nicht so gut vereinbaren mit nachhaltigen Investment. Und da legen wir los. Nämlich die ersten Punkte, ja, die ganz oft herangezogen werden und wo man gesagt hat, ja gut, dafür ist Ethereum überhaupt nicht geeignet. Ja, und das zeigt auch, wie schlecht das ist. Der erste Punkt, diese ICO-Geschichte, ja, dass es Pre-Mining ist und dass praktisch die ganzen Ethereum an die großen Investoren verteilt worden ist. Und der zweite Punkt, dass Vitalik an der Stelle so viel Macht über Ethereum hält, vor allem so viel Token. Ne? Das erste ist natürlich tatsächlich Fakt. Ja, am Anfang wurde bei ICO eine große Menge, ich glaube 30% oder so, verteilt an die großen Investoren und da hängen sich auch einige total dran auf, ja, dass die ursprünglichen ICO-Investoren teilweise aus China sind, Beziehungen zu CCP haben und so weiter und so fort. Das ist richtig an der Stelle, aber, und das ist aber, man muss das immer in einer gewissen Relation zu der Entwicklung und zu dem, ne, was alles danach gekommen ist. Man kann natürlich, das ist genauso, ja, wie bei uns, wenn wir die Leute sagen, ja, die Deutschen, ja, die haben vor 80 Jahren ne, die ganze Welt überfallen und ja, deswegen muss man einfach so lange auf die Deutschen draufdreschen, ja, da gibt es kein Ende, das ist totaler Quatsch. Ja. Und man muss sehen, wie es sich über die Zeit entwickelt hat und wie sich diese Situation heute noch ergibt oder ob das sich schon gebessert hat. Und dahingehend ist natürlich der Fall. Ja. Die ganzen ICO-Investoren, die teilweise alleine über 10% des ganzen der ganzen Ethereum gehalten haben, die gibt es heute ja, alle gar nicht mehr. Und vor allem diese Kritik, dass Vitalik in großer Menge. Das Lustige an der Stelle ist, der war ja 2021 eines der jüngsten Milliardäre gewesen. Ja? Und mittlerweile, guck mal, wie viel Vermögen der noch hat. Der ist unter eine halbe Milliarde gekommen mittlerweile. Und er und die Foundation zusammen, die halten gerade mal 0,5% von dem gesamten Umlauf. Ja? Und da zu sagen, ja, das sind die größten Investoren und so, die haben Macht über das Netzwerk, das ist totaler Quatsch. Und auch insgesamt die Verteilung ist besser geworden. Aber und das an der Stelle muss man immer sagen, im Vergleich zu Bitcoin ist es immer noch schlechter. Ja, da gibt es ja diese Awareness-Pyramide, also die Verteilung der Token insgesamt, ja, wie viel ganz weit oben sind mit ganz viel und so weiter und so fort. Nach unten, da ist Bitcoin immer noch besser als Ethereum, da gibt es keine Frage, aber es ist um einiges besser geworden und diese extreme Konzentration, die findet man heute nicht mehr in Ethereum. Man muss einfach dahinter verstehen, alles, was einen Nutzen hat, ja, wo drin Menschen, also mehr als sag ich mal, ein paar Menschen drin einen Nutzen sehen, das wird langfristig immer dazu tendieren, eine gewisse Konzentration in Form von Pyramide aufzubauen, weil eben Menschen mit viel Macht, viel Geld und ne, in der realen Welt, wenn die bemerken, dass da viel drin zu holen ist, weil Bedarf dafür da ist, weil Nachfrage dafür da ist, werden die sich das auch aneignen, weil die wissen, dass sie daran verdienen können. Ja, und somit wird es immer so ein Ungleichgewicht geben. Da muss man sich keine Illusion hingeben. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich diese Entwicklungsgeschichte, ja, worauf immer gehackt wird. Ja, dass alles aus einer Hand kommt, ja, dass die Foundation einfach so viel Macht hat, die kann willkürlich irgendwas bestimmen in dem ganzen Netzwerk. Ja, wenn die von heute auf morgen mit dem Hand schnipsen und sagen, hey, ja, ab sofort stellen wir wieder auf Proof of Work um, wird es auch so umstellen. Das ist auch totaler Quatsch. Ja, die meisten Sachen, für die nicht lang genug dabei, die wissen, verstehen es natürlich nicht, diese ganzen Verbesserungen, ja, diese Upgrades und so, das sind keine Sachen, die von heute auf morgen, weil Vitalik darüber geträumt hat oder sonst was, ja, dann direkt vom Team umgesetzt und zwei Wochen später live geschaltet wird. Ja, die meisten dieser Sachen gehen Jahre zurück, was die Entwicklung angeht. Zum Beispiel
die eine der allergrößten, ja, komme ich auch noch gleich dazu, dieser EIP 1559, ne, was viele bis heute nicht verstehen, eine der allergrößten Veränderungen in dem Netzwerk, ist ja über mehrere Jahre, ja, das war sogar 2 Jahre, 2019, ne, da wurde gerade mal kurz zuvor das Beacon Chain geboren, ja, da hat er das vorgeschlagen, also die Idee. Und bis das alles sich konkretisiert hat über diese ganzen EIP-Prozessen, da sind ja viele Prozesse da dran, da gibt es auch unterschiedliche Parteien, zum Beispiel sowohl die Kernentwickler, es gibt auch so Stewardessen-mäßig, die Kernentwickler mit dem breiten Community verbinden, da gibt es auch noch die Repräsentanten aus der Community und theoretisch kann sogar ich ja, zu dahin gehen, ich kann ein paar Leute ansprechen, sondern auf Twitter, da ist der beste Punkt, wenn ihr euch tief da hineintauchen wollt, sprecht die an, wenn ihr eine Idee habt oder so, tauscht euch mit denen aus. Und dann, wenn die bereit sind, euch zu sponsern, dann könnt ihr so eine EIP lostreten. Ja, und dann können Leute darüber diskutieren. Das wird meistens ziemlich lange rumdiskutiert, bis es wirklich verfestigt ist, in der Art und Weise, wie das aussehen soll. Und wenn es einmal konkret ist, dann wird es in die Abstimmung geben. Dann wird es erst überhaupt ja, zur Umsetzung gebracht bei den Kernentwicklern. Und selbst in der Umsetzung kann es jahrelang dauern. Ja, hin und her, weil sich die Situation wieder geändert hat und so weiter und so fort. Also das ist nichts, wo ja, die Foundation sagt, hey, wir schnipsen mit den Finger und verändern das ganze Netzwerk. Ja, das ist totaler Quatsch. Nichtsdestotrotz, ja, im Vergleich auch an dieser Stelle mit Bitcoin kann man sagen, es ist wie Granit, ja, und Ethereum ist so ein bisschen wie die Knete. Ne? Die kann man formen, aber die ist schon relativ hart. Da braucht man viel Kraft und ne, viel Ausdauer, um das dorthin zu formen, aber man kann das verändern. Ne? Hat Vorteile, hat auch Nachteile. Muss man nicht drüber diskutieren, aber es ist nicht so, dass eine Partei, vor allem die Foundation an der Stelle, so viel Macht hat. Die hat ja selber nicht mal 0,3% des gesamten Umlaufes. Und selbst wenn die 30% hätten, würden die diese Macht nicht bekommen, weil dieser Ethereum an der Stelle kein On-Chain-Governance hat, ja, im Gegensatz zu einigen anderen Chains. Und somit, ne, die können 90% der Ether halten. Da haben die zwar wirtschaftliche Macht, ja, können zwar sagen, hey, wir wechseln das, wer nicht mitkommt, der hat Pech gehabt, wir brauchen euch nicht, aber so ist es nicht. Ja. Die haben keine Governance-Macht über die Chain. Der zweite Punkt an der Stelle ist natürlich, was auch oft bemängelt wird, ne, Knete und Granit, ist, dass natürlich bei Ethereum sehr, sehr viele Veränderungen. Ja. Alle paar Monate gibt es ein Upgrade und dann gibt es wieder Upgrade. Und so viele Forks, wie es gibt, ja, sagen die, das ist gar nicht mehr das, was es mal ursprünglich war. Das ist natürlich eine Frage der Perspektive. Ja. Ich sage mal, die Menschen verändern sich, Gesellschaft verändert sich, Use Cases verändern sich und wenn man etwas hat, ja, es gibt in der Biologie, in der Natur, ja, der ganze Erde, die ganze Menschheit, nichts, was sich nicht anpassen, also alles, was sich nicht anpassen kann, wird irgendwann aussterben. Ja, so ist es nun mal. Auch Bitcoin wird sich anpassen mit der Zeit. Ja, das haben wir auch gesehen, die ganzen Miner-Entwicklungen und so weiter. Und auch wenn es sehr, sehr langsam ist, verändert sich Bitcoin auch ganz langsam. Ja, Bitcoin in 50 Jahren wird nicht dasselbe sein, wie das man heute. Ja, das kann ich euch garantieren. Und so ist es bei Ethereum. Das ist nur eben viel schneller, aber im Vergleich zu anderen Chains, ja, die vielleicht im Wochenrhythmus oder Monatsrhythmus Upgrade rausbringen, ist es immer noch viel, viel langsamer. Ja, das heißt, auch an dieser Stelle, nur weil etwas viel Veränderung erfährt, ja, über einen längeren Zeitraum, kontinuierlich, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Ja. Das ist aus meiner Sicht nur eine notwendige Anpassung an die Situation der Umwelt, ja, wie sich alles verändert hat. Und zwar eines der Hauptpunkte, was ich selbst ja auch bemängelt habe, ja, dass die exakt an dieser Stelle die gleiche Philosophie verfolgen wie Bitcoin. Das ist aus meiner Sicht Schwachsinn. Ja. Dass sie sagen, wir setzen für uns selbst diese Basisvoraussetzung, dass jemand selbst Home-Staking, Solo-Staking betreiben kann, so niedrig an, ja, dass jeder mit einem Raspberry Pi oder sowas zu Hause das machen kann. Ja. Und da wird auch technisch in der Hinsicht darauf gearbeitet, dass man sogar ja, mit Distributed DVT-Technologie das Ganze sogar mit Kumpels und Freunden ja, vereinmäßig zusammen betreiben kann, dass man noch nicht mal Raspberry Pi braucht. Ja. Da gibt es ja sogar Fantasien darüber, dass zukünftig jeder auf seinen Smartwatch einen Knoten betreiben kann. Ne. Das ist natürlich Schwachsinn, weil erstens wird kein Mensch, nur weil die Anforderung so niedrig ist, ja, das einfach bei sich zu Hause betreiben oder sich die Mühe dazu machen. Und zweitens, dass man da nicht mehr Zeit geht. Ja. Die Entwicklung von der Technologie geht nun mal nach oben. Ja. Diese 12-14 Monate Periode, wo sich das immer verdoppelt, die Kapazitäten und so. Und da die sag ich mal, in 10 Jahren die Anforderungen genauso unten zu halten wie heute, das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Ja. Dass man da nicht mit der Zeit geht, aber naja gut.
Das ist nur meine eigene Ansicht der Dinge. Das nächste ist nämlich die Zentralisierung, ja, was ganz oft kritisiert wird. Jeden, mehr oder weniger massiv, kann man fragen, was mag ihr da dran nicht, werden die euch immer diesen Punkt anführen, die Zentralisierung. Ja, die Zentralisierung, was meinen die damit? Die meinen damit, dass zum Beispiel in großen Netzwerkzentren, AWS, Microsoft Azure oder früher auch Hetzner, dass dort die Knoten, die Validatoren betrieben werden können. Das könnt ihr auch selbst, wenn ihr einen machtvollen Rechner zu Hause habt, ihr könnt da 20, 30 Validatoren auf einen einzigen Rechner betreiben lassen. Das ist gar kein Ding. Das sind nur ein bisschen minimale Rechenpower, die da benötigt wird. Und theoretisch gesehen ist das tatsächlich richtig. Das heißt, die Knoten, es können so eine Tausende, ja, solche Validatoren, es gibt ja einige hunderttausend Validatoren im ganzen Netzwerk und man vermutet an der Stelle, dass es so ein Faktor 10 oder noch mehr ist, ja, was die Konzentration angeht. Das ist tatsächlich physisch gesehen, ne, vielleicht 20 oder 30.000 echte Rechner überall auf der Welt gibt. So. Das ist aus der Perspektive zwar richtig, ja, dass relativ konzentriert ist wie die Miner, weil bei Miner tatsächlich so, ein Gerät ist ein Gerät. Ja. Aber die Gefahr, die Konzentration ist an der Stelle noch nicht mal eine Gefahr, sondern das, was sie an der Stelle an Gefahr sehen, ist nämlich, dass Leute, also an der Stelle von Amazon, ja, oder Microsoft oder auch Länder, ja, wo die Rechenzentren stehen, auf einen Schlag sagen können, wir beschlagnahmen alles. Ja. Oder wir fordern die Leute dazu, das zu verändern oder zwingen die Leute vielleicht sogar dazu, ja, was zu zensieren und so. Ne? Das ist der Gefahr der Dezentralisierung, der Zentralisierung. So. Und das ist natürlich auch Quatsch an der Stelle. Warum? Wir hatten sogar letztes Jahr nach der Umstellung, ja, gerade als das umgestellt worden ist, haben da Leute gefragt, hey Coinbase, ja, ihr bietet auch bei euch Staking an. Ja? Und das ist ja nicht deren eigenes Geld, sondern es sind ja Kundengelder, die da gestaked werden. Was passiert, wenn jetzt USA, der Staat, ja, die Regierung euch dazu zwingt, ja, Zensur zu betreiben auf euren Knoten? Ne? Da müsst ihr ja theoretisch Coinbase gehorchen, weil sonst verstoßen die ja gegen die Gesetze. Und wenn die gegen die Gesetze verstoßen, drohen natürlich Strafen, so Haftstrafen und so weiter. Und da hat der CEO, Brian, ne, der hat ja gesagt, wir werden zu den maximalen, also zu den Maximen, ja, also Idealen von Ethereum stehen. Und wenn der Staat wirklich sich das erlaubt, ja, uns dazu zu zwingen, etwas umzusetzen, was Zensur und sowas angeht, dann werden wir das ablehnen, beziehungsweise den kompletten Service bei uns einstellen. Ja. Und somit ist nämlich auch nicht dazu gekommen, dass bei Coinbase sowas passiert. Und das ist der erste Punkt. Und zweitens, das ist aus meiner Sicht sogar, könnte man, ne, weitgehend so interpretieren, dass es noch besser ist als Hardware, also wie meiner, ja, Proof of Work, meiner stehen zu lassen. Warum? Bei Proof of Work kann ja der Staat, ne, das war ja damals China, ich habe ja gesagt, warum die es nicht gemacht haben, kann ich auch nicht nachvollziehen. Die hätten theoretisch einfach sich die ganzen Miner aneignen können, weil die stehen ja irgendwo hardware-mäßig in irgendwelchen Regalen rum, die können einfach hingehen können und sagen, hey, das gehört jetzt uns alles, ja, und wir meinen einfach im Hintergrund weiter, ohne dass jemand weiß. Und aber bei Rechner, ja, sind das ja nur in der Cloud. Das heißt, im schlimmsten Fall schaltet man halt die Rechner aus, ja, oder zieht sein Staking von den Dingen ab, ja, die Validatoren, oder löscht die aus dem System und dann war's das, ja. Und dann lässt man halt mit dem Validator-Key lokal auf einen neuen Rechner das wieder hochlaufen, ja, schaltet das andere ab. Lokal. Das heißt, man braucht ja nicht physisch was umzuziehen. Ja. Und das ist aus meiner Sicht sogar noch schneller, wenn die Gefahr wirklich droht. Das war ja bei Hetzner der Fall, als die gesagt haben, hey, wir sind Cosmos, ihr dürft euer Knoten nicht mehr bei uns laufen lassen. Ihr habt 30 Tage Zeit, ne, euch von uns abzuziehen. Das haben die auch gemacht. Ja, das heißt, aus der Perspektive ist es tatsächlich sogar leichter, solche Vektoren, Angriffsvektoren der Zentralisierung oder der Regierungsaufforderungen zu umgehen, ja, gerade wenn man Proof of Stake hat. Der dritte Punkt, da geht es um die monetäre Politik, ja, oder wie ich sage, Geld regiert die Welt. Das ist tatsächlich der einzige Punkt, wo ich aktuell sage, den sehe ich sehr kritisch, aber nicht, weil der aktuell so wieder ist, kritisch, sondern weil man nicht weiß, ja, was aus der aktuellen Entwicklung, beziehungsweise den Kräften, die auf das System ausgeübt werden, daraus für uns ein Ergebnis entstehen könnte, ja, weil es so, ja, komplex ist. So, das erste, einer der allerersten, aber auch allergrößten Kritikpunkte an der Stelle ist natürlich die Umstellung damals 2021, das habe ich selbst miterlebt, auf EIP 1559, ja, der London Hard Fork. Was ist da passiert? Ich werde da 2-3 Minuten was zu erzählen, könnt ihr gerne überspringen. Als Zusammenfassung heißt es einfach, es wurde auf ein anderes Fee-Modell umgestellt und dabei wird dann seitdem regelmäßig bei jedem Block Ethereum verbrannt. Manche sehen das als schlecht, ja, ich sehe das eher als positiv, weil man muss verstehen, was da für Mechanismus dahinter steht. So.
Und das ist vor allem auch der größte EIP, ne, den ich eben beschrieben habe, über 2 Jahre zuvor vorgeschlagen worden ist und in diesen 2 Jahren ständig hin und her und mehrmals auch ausgearbeitet worden ist. Also das Problem an der Stelle davor, also vor dem Upgrade, war natürlich, niemand wusste, wie viel er zu bezahlen hat auf dem Netzwerk. Man wusste nur, dass der Platz beschränkt war, ja, und wenn man mehr bezahlt als andere, kommt man eher dran. Aber man wusste nicht, wie viele werden in den nächsten Block rein wollen. Also wenn man was Dringendes vorhat, hat man einfach geschätzt, da Pi mal Daumen, 70, 80, 100 Way als Tipp reingezahlt und manchmal war es gar nicht notwendig. Ja, da war gar nichts los, man hätte auch ein Fünftel davon zahlen können und die Miner haben davon super viel profitiert. Ja. Das war das erste Problem. Das zweite Problem war natürlich letztendlich die Miner, ne, die natürlich das Geld dafür verdient haben, zu dem Zeitpunkt, da war es ja nach Proof of Work, die hätten theoretisch mit einem arbeiten können und künstlich die Fees nach oben treiben können und man hätte es nicht ausweichen können. Ne? Denn die hätten zum Beispiel eine Basis, ja, ein Minimum einfach auf 20, 30, 40 hochtreiben können, da hätte jeder, ne? Auch wenn der nur eine ganz langsame Transaktion haben wollte, hätte er diesen Betrag zahlen müssen, weil sonst wäre eine Transaktion nie durchgegangen. Das hätten die Miner machen können. Ne? Und das wollten die eben. Diese beiden Punkte haben die auf einmal erledigt mit 1559 und zusätzlich eben noch diesen Burn eingeführt. Der Burn diente eben dazu, gerade diesen Punkt, dass die Miner manipulieren können, zu unterbinden, weil der Base-Fee, der 20 Gray beträgt, wird immer geburnt. Das heißt, dem Miner bringt das nichts, die Fee so nach oben zu treiben, weil das Basis wird immer geburnt werden. Das heißt, da bekommen wir nicht mehr die Miner. Nur die Tipps bekommen die Miner. So. Der zweite Punkt, sowohl das Hoch- als auch das Runterrampen, ja, wird über eine mathematische Formel bestimmt, nämlich wie voll der Block zuvor war. Ja, wenn der Block über 50% voll war, dann wird pro weiteren Block um 12,5% die Fee angehoben. Ja. Und das kann natürlich dazu führen, dass es, wenn sag ich mal, 10 oder 20 Blöcke hintereinander passiert, dass die Fee sehr stark nach oben steigt. Das haben wir bei diesen diversen NFT-Aktionen gesehen. Und genauso geht es auch wieder runter, wenn der Block zuvor weniger als 50% voll ist, dann gehen die Fees dahinter wieder runter. Ja. Und das Ganze sorgt eben für eine viel, viel höhere, und das ist der Kern, ja, der Essenz von diesem Upgrade, für eine Vorhersehbarkeit von den Fees. Das heißt, wenn ihr eine Transaktion abgibt, dann wird im Hintergrund geschätzt, wie viel zum aktuellen Zeitpunkt die Fees sind und darauf basierend errechnet, dass das, was ihr bezahlt, ja, im Durchschnitt für mindestens 6 Blöcke gilt. Das heißt, selbst wenn die nächsten 6 Blöcke in jedem Block die Fees um 12,5% hochgerampt wird, wird euer Geld, was ihr jetzt bereit seid zu zahlen, immer noch ausreichen, dass eure Transaktion damit durchgeht. Ja, genauso auch nach unten hin. Und darum geht es. Ja, das heißt, für alle weniger extreme Fees, also Überbezahlung an die Miner. Zweitens, die Miner profitieren nicht davon, dass sie das Netzwerk manipulieren oder künstlich verstopfen. Und drittens eben, ne, dieser Nebeneffekt des Burn-Fees, was dafür sorgt, dass zeitweise dieses ganze System deflationär ist. Also deswegen aus meiner Sicht ein Netto-Plus für das Ökosystem. Der zweite Punkt, was lustigerweise habe ich heute auch wieder erst gelesen, ja, die Wale, ne, die ICO-Wale vor allem, die müssen nichts anderes tun oder mussten nichts anderes tun, als einfach auf ihren ETH sitzen, ja, weil das ist ja schließlich Proof of Stake, ja, und die sitzen jetzt seit 10 Jahre auf ihren ETH und deren Anteil an dem gesamten Ökosystem wächst einfach nur, ja, gegen das Unendliche, und jeder, der nicht die Möglichkeit hat, ne, zu staken, der wird einfach nur verwässert an der Stelle, und das ist auch totaler Quatsch. Erstens gibt es das ganze Netzwerk noch nicht mal 10 Jahre. Ich fand das lustig von der Universität, das so gesagt worden. Und zweitens, natürlich müssen die was tun. Ja, die müssen ja schnell staken. Ja, entweder können die natürlich lokal selbst staken. Ich denke mal nicht, dass sie Wale selbst machen. Oder halt mit dem Dienstleister es machen. Das heißt, die müssen natürlich da an der Stelle ein Risiko eingehen. Entweder technisches Risiko bei sich selbst, ja, oder ein Custodial-Risiko, wenn die mit jemand anderem staken. Und dafür gerade wurde ja dieser Liquid Staking geschaffen. Ja. Nämlich, dass man jederzeit sowohl als Wal als auch als kleinster Fisch wie mich, ja, rein und raus kann, ohne Probleme. Ne, und sich selbst eben nicht um die Technik kümmern muss. Und dass der das wächst, ja, das muss man natürlich in Relation dazu sehen, was bei anderen passiert. Warum wächst das, ja, deren Anteil? Der Anteil wächst ja nicht da, wie im Vergleich, sagen wir mal, zu Cardano oder Solana oder sonst was, nicht, weil ständig neue Token herausgegeben wird, ja, sondern deren Anteil wächst, weil andere an der Stelle bereit sind, ihren zu verbrennen, ja, dadurch das Netzwerk nutzen. Das heißt, tatsächlich gesehen, ja, was bei den Staker wächst, ja, an prozentual, was das Netzwerk angeht, ist gar nicht so groß. Das sind 2, 3% ja, pro Jahr.
Und vor allem die, die das Netzwerk nicht nutzen, ja, die, und auch nicht staken, die einfach nur das allergeringste Risiko eingehen wollen. Ja, nämlich, dass sie einfach nur ETH in ihrem Wallet halten nach dem Motto, hey, in 20 Jahren wird es, ja, keine Ahnung, bei wie viel stehen. Die sind noch nicht mal die, die am meisten verwässert werden, sondern wer sind die? Ja, überleg mal, nämlich die, die das Netzwerk nutzen und dabei nicht staken. Ja? Warum? Na ja, gut, jedes Mal, wenn du eine Transaktion auf dem Mainnet machst, verbrennst du natürlich einen Teil von deinem eigenen ETH. Ja? Das heißt, dein Anteil an dem gesamten Netzwerk wird dadurch kleiner. Das heißt, um das auszugleichen, müsstest du theoretisch auf der anderen Seite staken. Ja? Und das ist auch der Grund, meiner Meinung nach, warum viele das machen, viele Wale. Ja? Weil die eben deren eigenen Verlust am ganzen Netzwerk ausgleichen wollen, indem die gerade auf der anderen Seite staken. Ja? Das ist praktisch so eine Art Ausgleich für das Abnutzen des eigenen Anteils. Und somit, ne? Wenn man einfach nur bei sich das hält, ist man irgendwo in der Mitte. Ne? Man ist nicht ganz schlecht gestellt, man ist auch nicht ganz positiv gestellt, aber dafür hat man auch kein Risiko. Und der allerletzte Punkt ist natürlich, da kann ich auch nicht wissen, ja, was wirklich im Hintergrund läuft. Das wird auch meiner Meinung nach trotzdem zu sehr aufgeputscht. Nämlich diese Verbindung zu der World Economic Forum. Ja. Darüber wird immer geschimpft. Und ich bin auch der Meinung, ja, dass die definitiv nicht sauber sind, so wie die sich ergeben und vor allem deren ganzen Connection zu den ganzen großen Influential Persons, also praktisch einflussreichen, ne, diese jungen Generation von Politiker und so weiter und so fort. Aber das ist, ja, sag ich mal, sehr, sehr, sehr in Richtung Aluhu-Theorien. Und das zwar an der Stelle eins, es gibt so zwei, drei Namen, ne, die immer in der Runde herausgeholt wird. Ja, die sind sowohl bei denen eine Schlüsselposition, ja, was Blockchain-Technologie angeht, und als auch bei Ethereum Foundation da drin an irgendwelchen Schlüsselpositionen. Ich meine, was haben wir, wenn jemand in die Realpolitik guckt, hat, selbst in der Deutschen, ne, diese ganzen Beziehungen, ihr wisst ja, ne, zwar in Krisenzeiten, ne, da wurde auch viel drüber geschimpft und so weiter und so fort. Und ich denke einfach, dass aus meiner Sicht pragmatisch gesehen sind einfach Leute, die sehr, sehr eifrig sind, ja, oder die sehr, sehr hinter großer Karriere her sind, dass sie sagen, hey, ja, mir ist egal, was man in mir sieht, ja, was mein Ruf ist, Hauptsache ich hab Macht, ja, und um jeden Preis erreiche ich, ja, das, was ich mir vorgenommen habe, und werde auch entsprechend meine Rolle spielen und so weiter und so fort. Aber ich denke, viel wichtiger ist, dass die breite Masse, die tatsächlich etwas bewirken können, das sind die Core-Developer, das sind die Community und natürlich, ja, die insgesamt das Ganze mit unterstützen durch Aufklärung und so weiter, also mich, ja, ein bisschen Eigenlob muss sein, die können das eher beeinflussen als da irgendwo ein Mannequin, der irgendwo in einer Schlüsselposition sitzt. Ja. Weil letztendlich, und das ist dieses Fehlverständnis, was immer viele sagen, hey, ja, Proof of Work ist viel besser als Proof of Stake, das ist totaler Quatsch. Das sind einfach zwei unterschiedliche Technologien, die haben beide Vor- und Nachteile. Aber die unterste Schicht, ja, das ist egal welche Chain, die unterste Schicht ist immer die soziale Schicht. Ja. Die Leute, die diese Dinger nutzen, die sich darüber einig sind und da drin einen Wert sehen. Ja. Und wenn diese Leute weggehen, weil irgendein Mannequin da oben, ne, rumtanzt auf den Köpfen der Leute und denen schadet, ja, das wird nicht funktionieren. Ja. Und deswegen Augen auf. Ja. Nicht blind durch die Gegend laufen und mitverfolgen, was wirklich im Hintergrund passiert. Das war es auch schon heute von mir für euch. Lasst gerne einen Daumen da, Kommentar und Like. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.